Die Frage nach der Rolle der Präzisionsmedizin in der Allergologie ist absolut berechtigt. Und wir wenden Präzisionsmedizin in der Allergologie seit vielen Jahren an, nämlich in der Form, dass wir zur Diagnostik des Allergikerblutes sogenannte Einzelallergene, molekulare Allergologie, sogenannte Allergenkomponenten verwenden. Das hat seinen Sinn. Mit diesen einzelnen Allergenen aus einer Allergenquelle, wie zum Beispiel Gras oder Bäume oder auch Feldtiere, können wir eine Prognose geben, ob die Immuntherapie, die uns zur Verfügung steht, höchstwahrscheinlich wirken wird. Das wissen wir aus vielen Studien, dass die Patienten, die auf die wichtigsten Allergene einer Allergenquelle sensibilisiert sind, auch am besten von einer Immuntherapie profitieren. Und deswegen wird jeder Arzt, gerade bei Patienten, die mehrere Allergien haben und wo die Situation nicht so klar ist, dass er sagen kann, ja, ich sehe allein schon am Hauttest, Sie sind ein Gräserpollenallergiker, Ihr Heuschnupfen kommt von den Gräsern und ich gebe Ihnen eine Gräsertherapie. Nein, bei allen anderen Fällen, wo Sie beispielsweise schon zu Beginn der Blühphase an Symptomen leiden und den ganzen Sommer Heuschnupfenbeschwerden haben, also davon auszugehen ist, dass Sie viele verschiedene Allergien haben, in diesen Fällen wird eine Blutabnahme mit molekularer Allergiediagnostik hier eine präzisere Aussage darüber liefern, welche Kandidaten in der Immuntherapie die vielversprechendsten sind. Auf der anderen Seite könnte die Präzisionsmedizin in Form der molekularen Allergiediagnostik auch eine Erklärung dafür liefern, warum eine Immuntherapie mal bei einem Patienten nicht wirkt. Das kann in Einzelfällen durchaus vorkommen und ist vor allen Dingen bei Patienten mit sehr komplexen Allergien und einer sehr langen Vorgeschichte durchaus einmal ein Thema. Das Problem liegt hier darin, dass gerade ganzjährige Allergieauslöser oftmals eine unterschwellige Entzündungsreaktion verursachen, die sich nicht mit Heuschnupfensymptomatik äußert. Und wenn dann im Sommer eine Blühphase mit Pollen dazukommt, auf die ein Patient allergisch ist, dann macht er Symptome, die er dann diesen Pollen zuordnet, ohne dabei im Hinterkopf zu behalten, dass hier die unterschwellige Entzündungsreaktion der ganzjährigen Allergieauslöser dazukommt. Und hier hilft uns die molekulare Allergiediagnostik sehr genau zu differenzieren, welches die Allergien sind, die vordringlich behandelt werden müssen.